So, meine Freunde, neuer Tag, neuer Shop und neue Wochenaufgaben. Ich dachte eigentlich, dass die Woche keine mehr kommen, aber da habe ich mich wohl verguckt. Also definitiv Arbeit da für uns. Das ist schon mal sehr gut. Weil dadurch, dass die Tagesaufgaben jetzt wegfallen, man hat zwar jetzt, man muss eigentlich jetzt nur noch spielen, Medaillen sammeln, aber das macht man automatisch, wenn man ganz normal spielt. Also so richtige Tagesaufgaben haben wir ja nicht mehr. So, bevor wir in den Shop gehen, ihr seht, wir haben eine Zahl mehr unten, denn wir haben die 510 Abonnenten geknackt. Erstmal danke dafür. Für alle neuen unter euch, wie gesagt, alle 10 Abonnenten kommt da unten eine Zahl hinzu. Heißt, die nächste Zahl kommt bei 520 Abonnenten. Also, wenn du ganz neu bist, lass doch gern ein kostenloses Abo da. Wie gesagt, ich lade alle Aufgaben hoch mit Lösungen und den Shop natürlich auch. Und dann schauen wir auch jetzt mal direkt in den Shop. So, wieder da. Der Kürbiskämpfer aktualisiert, aber nichts ganz Neues. So, dann gucken wir direkt mal. Der Kürbiskämpfer. Joa. Den ganz ehrlich, so habe ich den, glaube ich, noch nie gesehen, ganz ehrlich. Aber ich glaube, der war auch ewig nicht im Shop. Also seitdem ich mit YouTube angefangen habe, war der definitiv noch nicht im Shop. Also wer dem gefällt, ist nicht schlecht, aber ist halt jetzt nicht so, wo ich sage, wow, schlecht ist er nicht. Ist halt passend zur Halloween-Zeit, ist klar. Weil Halloween, Kürbisse, man kennt es. So, dann gucken wir direkt mal weiter. Der Sanctum ist wieder da, samt Rückenaccessoire. Also so Skins gefallen mir halt wirklich deutlich besser. Deutlich. Wenn man sich jetzt mal die vergleicht, klar, der kostet auch das Doppelte, aber auch wenn ich jetzt mal hier den Knight Rider vergleiche mit dem Sanctum, dann definitiv Sanctum. So, dann gucken wir direkt mal weit. Ach so, hier die Spitzhacke noch, die hätte ich fast mal übersehen. Ja, so Töne mag ich inzwischen lieber als die stumpfen Schlaggeräusche. Also die ist echt nicht schlecht, aber passend natürlich zum Skin. Dann haben wir auch, oh Gott, was haben wir denn hier? 11 verschiedene Sachen. Oha. Oha. Der könnte doch beim A-Team anfangen. Schlecht sieht's nicht aus. Ja, er sieht. Ich weiß, das ist halt der Unterschied zwischen farbigen und weißen. Er sieht aus wie der Elite-Kämpfer schlechthin. Und er sieht aus, ja, geht ins Fitnessstudio. Will einen auf cool machen. Oder was sagt ihr? Hier ist so, ja, normal, farbiger, muskulös. Und er hier, ja, ich bin's. Obwohl es dieselbe Statur ist. So, wen haben wir denn noch? Aha, sieht so ein bisschen aus wie Contra K. Dann passende Banner-Umhang. Dann noch eine Wappenhacke. Und dann haben wir das Banner, den Bannerkleider. Was hat es denn eigentlich jetzt mit dem Banner so auf sich? Und dann die Mustersoldatin. Oh Gott, das kleine Schulmädchen von nebenan. Ich meine, klar, sieht nicht schlecht aus, aber ja, ist halt ein grüner Skin. Ist halt nichts Besonderes in dem Sinne. So, dasselbe nochmal. So, dann gucken wir direkt mal weiter. Wie viele Varianten haben wir denn davon? 11 Stück oder was? Oh, er ist der Chillige. So. Dann haben wir noch den Knight Rider im Shop. Mit dem passenden Rückenaccessoire. Klar, er sieht schon nice aus. Also muss man schon sagen. Ist halt echt nicht schlecht. So. Also. Ja, doch, er ist auch nicht schlecht. Er ist auch 1500 wert. Passende Rückenaccessoire, ist klar. Dann haben wir noch das Emote Adler. Man kennt es. Und da sage ich wieder, der Ton ist wichtig. So, dann haben wir noch das Bannerschild. Gut, finde ich auf dem Skin jetzt nicht so toll. Dann haben wir Guacho. Die Essenszeit ist zwar rum, aber sie haben anscheinend noch mal reingehauen. Und dann haben wir noch das Emote Jonglieren. Siehst du, mit Musik ist das alles ganz anders. Dann ist er wieder episch. So, dann haben wir noch den Fingerwedler.
Da, ohne Ton, uninteressant. Warte. Dann lieber so. Es hat doch eine ganz andere Stimmung als das hier. So, das war der Shop von heute. Wie gesagt, wenn du noch nicht abonniert hast, gerne ein Abo dalassen. Wenn du wissen willst, wie das mit dem Code funktioniert, einfach unten in der Videobeschreibung nachgucken. Und wir fangen natürlich gleich mit den Aufgaben an. Also, Glocke aktivieren und auf geht's.